nachher sehen. Die haben ja im letzten Jahr da einen sehr launigen Auftritt hingelegt. Bin mal gespannt, wie das dann nachher bei Alexander Bommes und Anzeigler wieder scharf abgehen wird. Aber erstmal steht die Party hier. Maria Höfel-Riesch bringt den Cup. Jürgen Klopp hatte zu Guardiola vor dem Spiel gesagt, du wirst sehen, das ist ein großer Vorteil, dass man da was reinfüllen kann. Anders als bei der Meisterschale. Mal gespannt, wer ihn dann in Empfang nehmen wird. Philipp Lahm. Ausgewechselt hat die Binde dann ja an Manuel Neuer weitergegeben, aber der wird vielleicht ganz gut einverstanden sein, dass er mit seiner Schulter den Pott dann nicht stemmen muss. Keine Ahnung, wir werden sehen. Und Pep Guardiola möchte offensichtlich die ganze Welt umarmen. Der Druck war schon da, er war nicht unerheblich. Dortmunder bekommen eine Medaille. Diese Medaillen haben in der Regel keine große Haltbarkeit. Die Halbwertszeit sehr überschaubar. Wir müssen dann auch noch mit dem Spalier der glückwünschenden Münchner. Dabei wären sie am liebsten jetzt gerade irgendwo, nur nicht mehr hier. Vorneweg, die Schiedsrichter Florian Mayer hat das im Großen und Ganzen gut im Griff gehabt, aber hat sich bei den Dortmundern natürlich keine Freunde gemacht durch den nicht gegebenen Treffer durch Mats Hummels. Man wird möglicherweise auch darüber diskutieren, dass man Toni Kroos nach der gelben Karte und zwei weiteren Fouls hätte vom Platz stellen können. Aber so ist Fußball. Zum Diskutieren hat man immer genug. Durch den Generalsekretär Sandrock, den Präsidenten Niersbach und den Bundespräsidenten Gauck. Und das hätten sie nach dem Vorjahr schon sehr gern vermieden, die Dortmunder. Abermals im Finale nur der Vize zu sein. Thank you.
die Verlängerung. Sie brauchten wieder einen Arjen Robben. Aber sie haben es wieder klar gemacht. Entschieden das Ganze 2 Minuten in der Nachspielzeit durch Müller. Philipp Lahm war sicherlich das härteste Finale seiner Karriere, weil er nach nicht mal einer halben Stunde raus musste und sich draußen auf der Auswechselbank die Fingernägel kurz gebissen hat. Nicht helfen konnte. Mittelfußverletzung. Wir hoffen mal, dass es nur eine Prellung ist, denn der Mann wird gebraucht in Brasilien. Guardiola hat den spanischen Pokal als Spieler und Trainer insgesamt 4-mal gewonnen. In seinem ersten Jahr deutscher Meister und zum ersten Mal auch DFB-Pokalsieger. Doublesieger 2014. Glückwunsch, Bayern München. Thomas Müller scheint selbst zum Jubeln die Kraft zu fehlen. Bogdan lässig in der Mitte. Und genießt einfach nur. Wie alle, die es mit den Bayern halten. Jetzt gibt es ja bestimmte Rituale, man überschüttet sich mit Bier, man rennt mit dem Pokal durch die Gegend und legt noch so manchen Haken hin. Ich weiß nur nicht genau, wo die jetzt alle die Kraft dafür hernehmen wollen. Das war schon wichtig aus Bayerns Sicht, dass das dann doch in der Verlängerung geklärt wird mit den Dortmundern. Denn Guardiola hätte ganz schön angefangen zu suchen, wenn er 5 Spieler zusammen hätte kriegen wollen,
die ist unfallfrei noch bis zum Elfmeterpunkt gekommen, dazu einen angeschlagenen Keeper im Kasten. Also im Elfmeterschießen hätte Dortmund sicherlich ganz gute Chancen gehabt. Und wir hören einen der tragischen Verlierer, der wirklich Pech hatte vor 0-1, Roman Weidenfeller bei Jürgenberg. Roman Weidenfeller, um sehr rum wird gefeiert, sie mit einer wirklich überragenden Leistung und dann dieses unglückliche Zusammenspiel vor dem 0-1. Wie war die Situation aus Ihrer Sicht? Ja, uns fehlte einfach in der die Kraft und das war das Entscheidende. Ich glaube, dass wir hatten heute gute Möglichkeiten, wir haben ein Tor erzielt, was regulär war und wir haben es trotzdem nicht geschafft, den Pokal hochzuhalten. Lag es nur an der Kraft oder kann man auch mal von fehlendem Glück reden oder was war der Hauptgrund? Welchem Glück ist immer dabei, aber wie gesagt, wir haben in der regulären Spielzeit ein entscheidendes Tor geschossen und es hätte nur mal zählen müssen. Also Hauptschuld aus Ihrer Sicht der Schiedsrichter bzw. Schiedsrichter gespannt, dass hier das Spiel nicht zu Ihren Gunsten ausgegangen ist? Nein, das will ich damit nicht sagen, weil es unheimlich schwer ist für den Schiedsrichter auch in der Situation zu entscheiden, aber wir haben halt ein reguläres Tor geschossen, das muss man auch festhalten. Wie gefestigt ist diese Mannschaft, dass er es ja wegschleppt? Werden wir das Tor nochmal sehen, beziehungsweise nicht Tor? Es war kein Abseits. Das Tor. Der Ball ist in der Linie. Ganz eindeutig. Und wir haben auch schon in Wembley bei einer Situation Pech gehabt, dass wir nicht zugunsten uns entschieden wurde. Oh, aber danke, dass Sie gestellt haben. Vielen Dank. Ja, natürlich werden Sie damit adern. Und das tun Sie auch völlig zu Recht. Es kann einfach nicht sein, dass in so einem Spiel so eine Situation nicht sauber zu klären ist. Die Diskussion um Torlinientechnik in Deutschland, die wird mit Sicherheit nicht ruhiger.